Willkommen zum nächsten Part Herr der Ringe, Krieg im Norden. Vielleicht ist es schon der letzte. Da kommt nämlich ein Nazgul. Oh. So viel habe ich von dir nämlich auch schon gelernt. Das ist Belaram. Oh oh. Jetzt haut er den weg, jetzt haut er den weg. Hau ihn weg, Belaram, hau ihn weg. Aber der hat keinen Reiter. Ja. Lol. Einfach weg. Ja, du bist uninteressant. Mich tröstet der Zwerg. Komm, Belaram, mach... Nein! Belaram! Tackle-Attacke! Ja, jetzt ist er tot. Jetzt fällt er ins Feuer. Oder so. Gut gemacht, Belaram. Oh. Oh, wir schwanken noch ein bisschen. Sollte er sich nicht ausruhen? Eigentlich... Was tust du hier? Du hättest uns nicht folgen sollen, Belaram. Du bist noch zu schwach. Ich konnte nicht zurückbleiben, während ihr drei wieder einmal euer Leben riskiert. Ich möchte an dem finalen Schlag gegen Agandar teilhaben. Das Blut meiner Verwandten und die Bande der Freundschaft verlangen das. Das Untere. Tatsächlich hätte ich dasselbe getan, wenn unser Schicksal vertauscht wäre. Und ich fürchte, wir werden dich brauchen, noch bevor der Tag zu Ende geht. Aber du bist immer noch schwer verletzt. Versprich uns, dich zurückzuhalten, bis wir dich wirklich brauchen. Es bringt nichts, wenn du einen unnötigen Tod stirbst. Der Tod ist hinnehmbar, wenn er das Ende von Agandar bedeutet. Aber es sei, wie ihr sagt. Jetzt lass uns weiterziehen. Der Feind holt uns ein, wenn wir noch länger zögern. Ja, du laberst uns doch hier voll. Mann, 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 Mann. Komm jetzt. Oder schläfst du schon wieder? Los! Weiter! Also boah, das wird geschaltet, Alter. Der Belaram? Der finde ich eigentlich der geilste Charakter. Irgendwie. Hm. Die anderen sind so. Ich finde den Zwerg am besten. Weil er für nichts bringt. So. Wow. Ist das jetzt schon der finale Kampf? Ja. Agandar mit schlecht texturierten Boden. Ja, ich habe ja eine große Feder. Haben wir voll drauf. Da ist er. Da ist er. Da ist der Wichser. Ist es möglich, dieselben drei Schwächlinge, die sich in Fornost hinter den Elben versteckten, ihr seid es, die mir gefolgt sind und meine Pläne durchkreuzten? Ja, und wir haben jeden deiner Schritte vereitelt. Das Einzige, was ihr getan habt, ist, meinen Zorn zu vergrößern. Wegen eurer Frechheit soll mein Sieg über den Norden umso grausamer sein. Solche Drohungen stärken uns nur, du Monster. Komm und stell dich uns, Agandar. Du hast einiges zu verantworten. Ihr Narren. Ich habe vom dunklen Herrscher persönlich gelernt. Ich bin Saurons mächtigste Waffe im Norden. Ihr rennt nur in euren Tod. Oder du stirbst und wir haben einen großen Vorteil, weil die mächtigste Waffe von Sauron tot ist. Ja, genau. Er kann Zaubertricks. Soll ich dir das jetzt mal zeigen, wie das geht, Magier? Ja? Gut. Ist der stark? Ich habe ihn stark in Erinnerung. Oh ja, genau! Ja! Ich wäre fast tot gewesen mit einem Schlag. LOL! Du musst voll ausweichen. Alter Vater. Ich brauche Hilfe. Ja, wir brauchen alle Hilfe. So, jetzt reicht's mir. Ich kann keine Fehler einsetzen. Wo ist der Typ hin? Ah, der schießt hier. Ja, kommst nicht an meinen Schutzschild vorbei, du Tricksack. Ja, schieß nochmal. Schieß doch. Oh, der arme Zwerg. Das muss warten. Das ist ja auch zu blöd. Ja, klar. Gib ihm! Noch nicht. Aua. Hau drauf!
Oh, pass auf. Da, jetzt. Wow. Der bleib in meinem Schutzschild. Bleib in meinem Schutzschild. Du Zwerg ist zu blöd dafür. Was ist denn jetzt? Ja, ja, ja. Jetzt ist es eh vorbei. Spätestens jetzt haben wir verloren. Wow, wow, wow. Immer drauf, immer drauf, immer drauf, immer drauf, immer drauf. Ja, der Zwerg, der ist auch so blöd, weißt du? Steht vor dem Troll, lässt sich treffen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache gar keinen Schaden an dem. Keine Ahnung. Die KZX. Was kommt denn da einmal für eine Zahl? 600, 500, 300. Wenn ich normal schlage, 300. Jetzt. Ich hab's auf Kamera. Jawohl. Und tot. Was kommt bei dir, wenn du normal schlägst mit X? 750. Boah, da ist er wieder. Wow, 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 wow. Oh, meine... Oh, scheiße, meine Rüstung ist fast im Arsch. LOL, ist der geflogen. Ui. Schau mir hier den kleinen. So. Du musstest hier mal dein Schild hinsetzen. Alles klar. Und heilen. Stopp. Vorsicht. Haha. Ich hab dich genatzt, Junge. Wo ist er? Da ist er. Boah, 1400 mit dem Schuss. Ich kann das noch nicht tun. Ja genau, geh auf den Zwerg. Das muss warten. Aber. Nein. Was kommt da jetzt? Na, okay, ja, noch. Wirklich stark ist der jetzt aber trotzdem nicht. Boah, ja, schon. Ja, es geht. Aber er macht halt einen richtig guten Damage. Aber das muss man eigentlich auch, glaube ich, auch erwarten. Beim Endgegner. Na gut, ich fand ganz am Anfang diesen komischen Megatroll am Anfang schlimmer. Ja. Schön gemacht. So, so werf doch, werf doch. Ist mir egal, werf doch. Wo ist er jetzt? Jetzt kommt er wieder, oder? Ja, jetzt gib ihm. Jetzt gib ihm. Ja, flieg halt. Flieg halt. Ich kann das noch nicht tun. Ich hab hier ein... Aua. Er ist gleich down. Der Norden ist gleich gerettet. Meinst du so? Laufladen und... Feuer! Jawoll. Moria-Schwert, lol. Toll. Er ist noch nicht down. Wir müssen zur Brücke. Warte, was habe ich da aufgesammelt? Ich bin Level up. Alles in Stärke. Reichweite von Machtwort. Aha. Aha. Schaden durch Knüppel. Erhöht die passive Kraftregeneration. Rüstungsbonus. Das hört sich doch gut an. Ah nee, ich glaube, das war erst der erste Teil des Kampfes. Ja, jetzt mich auch noch anlügen hier. Glaube ich. Finde mehr Gold plus mal 3. Ja, super. Ja, das finde ich jetzt. Wenn das Spiel gleich vorbei ist. Ja. Das ist gut, ne? Melonen Dagua Schwert. Toll, voller Slap Schwert. Also das, dieses. Oha! Was ist das denn für eine Armbrust? Die gebe ich auf jeden Fall Farin. 700er Damage. Alter Vater. Komm. Also so das Rollenspielmäßige hat das Spiel nicht so hingekriegt. Hier, guck mal, jetzt ist der Bein nicht mehr auf. So, das war eine kurze Unterbrechung. Ja. Ja. Gruppe versammeln? Ach du. Müssen wir den jetzt eigentlich in den, hier den, Videobeschreibung erwähnen? Das Gastkommentar? Weiß er nicht. So. Na gut. So, jetzt da unten. Was haben wir da unten? Haben wir da unten noch was?
Hier ist ein Tor. Leider, da sind wir noch hergekommen. Sind wir? Und findest du Gold mal 3? Ne, habe ich nicht angelegt. Achso. Ja, Blödsinn. Weiter. So, Aganda, jetzt kriegst du auf die Fresse. Das gibt er an, weißt du, mit seinen Zaubertricks. Der ist richtig. Mega ist der Typ. Ne? Next Uri Geller. So, und jetzt? Oh oh. Jetzt Belaram, hauen weg. Ich glaube, wir sollten hier von der Brücke verschwinden. Ja, so viel zu dem Thema. Ja, gut. Dann komm an. Wieso kann der eigentlich fliegen? Das ist ein Hacker. Ja. Dann kann er doch abhauen, auch ohne Nazgul. Eigentlich. Oha. Oha. Irgendeine Fähigkeit, genau hier. Rüstungsbonus. Nice. Ich kann das noch nicht tun. Oha. Ja, soll er machen. Aua. Ich war doch in meinem Schild drin. Leute, mir ist nichts passiert, aber dir. Wo ist er jetzt? Da hinter dir. Haben wir getroffen, 1300. Ja. 1460, juhu. Wird immer besser. Klar. Oh, jetzt ist er wieder aggro. Hilfe, Hilfe! Scheiß auf die Kisten. Das Spiel ist doch eh gleich vorbei. Das ist aber diese Sucht. Ja, ich merk das schon. Boah, lol. Hinter dir. Nein, der Zwerg! Genau, betäub ihn und jetzt drauf, komm, gib ihm. Wiederbeleben. Mach. Die Schutzschild. Schießt er wahrscheinlich wieder, oder? Ne, jetzt hat er keinen Bock. LOL! Ich muss warten! Das hat gesessen, jetzt drauf. Wieder Rahmen schwer verletzt, aber wird dir helfen, wenn du das kannst. Okay. Ruf da! Ja. Jawohl. Schmeiß dein Schwert weg. Genau, beiß ihn. Wenn es aussieht. Nein. Ja, genau mit einem Schlag, weißt du? Nein. Pass auf, Belaram. Vor allem eben noch sagen, der kann uns nicht abhauen, weil er nicht mehr fliegen kann, ne? Fliegt er. Alleine, ohne Nazgul. Das wäre genau. Er lässt uns Zeit, um uns zu erholen. Schlag zu. Kämpft für Belaram. Sollen wir jetzt ausruhen oder zuschlagen? Können sich auch nicht entscheiden. Jetzt kommt Ruf. Ich hab keinen Bock mehr. Rüstungsbonus. Heilung. Alle Bast Ruf und jetzt gib ihm. Und Schutzschild und Truff und Truff und Truff und heilen. Der wird sterben, der wird auf jeden Fall sterben. Aber, oder ich werde sterben. Aua. Wo ist er? Da ist er, aua. Boah, Alter. Ja, danke, Farin. Jetzt aber nochmal. Dann Taco und dann... Rüstungsbonus. Bam! Was ist das jetzt, du Wichser, hast Belaram getötet? Ich brauche eure Kraft! Nein! Oh.
Errungenschaft freigeschaltet. Held des Nordens. Siegreicher Kampf. Siegreich im Kampf. Schön, die Welt ist gerettet. Die Burg ist zerstört. Ja, Drache, ist deins. Es gehört dir. Ich hoffe, der ist jetzt echt lieb gesungen, uns. Anscheinend schon. So, erstmal aufwärmen, weißt du? Hm. Was will eigentlich ein Feuerdrache in Alaska, quasi? Es scheint, als hätte ich mich richtig entschieden. Sauron ist tot. Was? Wie konntest du das wissen? Es ist wahr. Ich spüre es. Als wäre eine riesige Last von meinem Herzen genommen. Ja, und die Lippen bewegen sich nicht. Er hat es geschafft. Da auch nicht. Frodo hat es wirklich geschafft. Der Ring wurde zerstört. Sei es wie es sei, ihr müsst euren Schwur erfüllen. Khamdun ist mein. Wir halten unser Wort, Drache. Du bist dort willkommen. Achte du nur auf deine Manieren, alter Lindwurm. Dann gibt es keine Probleme. Nett, der Drache. Damit ist Mittelerde gerettet. Lasst uns nach Imladris gehen. Einen besseren Ort, um sich zu erholen, gibt es nicht. Bewegen sich die bei dir auch nicht, die Münder? Nö. Eine kurze Ruhepause klingt gut. Vor allem, da sagt der Zwerg, ne, der sowieso nichts gebracht hat und ständig gestorben ist. Ja, nichts. So. Das war's. Published by Warner Brothers. Developer irgendwas. Game Design hier, die ganzen Menschen. Level Design. Ja, gut, das Level Design, das waren halt Schlauchlevels, ne? Das Gameplay Engineering. Engine Programmiering. Obwohl, ab und zu gab's mal so ein paar Wege, wo du Schätze gefunden hast. Aber Schätze konnte man das auch nicht nennen. Inmitten des Spiels, weil ich hab nur Scheiße gefunden. Gut, das war Schlacht, Krieg im Norden. Der Horst hat das Spiel verlassen, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss des Spiels. Die Gefährten wurden auf das nächste Schwierigkeitslevel hochgestuft. Die Gefährten können noch weiter hochgestuft werden, wenn die Geschichte noch einmal durchgespielt wird. Genau, ja. Noch ein Computer oder was? Heldenhaft, ein neuer Schwierigkeitsgrad. Ja, genau, mit dem Computer, ne? Wahrscheinlich geht, noch. Ja, das geht gar nicht. Alles klar, ja. Das war Herr der Ringe Krieg im Norden. Ein, ja, sagen wir mal, ein durchschnittliches Spiel. Das war ganz okay. Ja, das hat halt nicht wirklich gut was irgendwas gemacht, aber auch nicht wirklich irgendwas schlecht. Ne, so groß und so ein Mittelding. Ganz ja, okay. war in Ordnung. Ja, gut, dann verabschiede ich mich hier von, wie heißt das? Was? Hier von Dings, wie heißt die, das Land von Herr der Ringe? Mittelerde. Genau, ich verabschiede mich hier aus Mittelerde. Die ich mich auch. Wir müssen uns jetzt erstmal ausruhen. Ich weiß nicht, wie oft ich auf die Taste X gedrückt habe. Ja, ich muss schon aufpassen, dass die nicht kaputt geht. Aber ich habe ja sowieso jede Menge Zaubersprüche, die total verwirrend irgendwo lagen. Ich hatte ja L1, L2, R2 und die ganzen Tasten. Weißt du, ich habe die ganze Zeit irgendwas gespammt. Ich hatte bei meinem Charakter nur zwei Hauptfähigkeiten. Das unsichtbar machen, das eine Damage machen und sonst alles nur auf Passiv. Ja, nur Passiv. Alles klar, gut. Das war Krieg im Norden. Wir verabschieden uns hier aus Mittelerde. Und ja. Bis demnächst. Tschüss. Tschüss.